Wir hatten die Annahme, dass das die Fähigkeiten auch sind, die in der damaligen Zeit gebraucht wurden. Würdest du denn sagen, wir sind jetzt immer noch in so einer Zeit, wo schnell vorwärts gestolpert werden muss? Ist das anders? Ist das so eine Qualität? Sind wir immer noch in diesem enormen Experimentierraum, oder? Also ich würde sagen, ja, der Experimentierraum ist da, weil also die Möglichkeiten, die wir jetzt sehen nach diesem ersten sehr, sehr hektischen, wie kann ich was machen, sich differenzieren und steigen. Also gerade diese kreativer Umgang mit Whiteboards, also was kann hier zum Wohle aller eingebracht werden, was muss nicht linear über denjenigen, der den Raum hält, nacheinander schrittweise eingebracht werden. Also so eine Differenzierung, die bringt, finde ich, schon sehr viel Neues und auch neue Experimente mit sich. Aber auch wieder diese unruhige Energie von diesem Failing Forward, die hat ja auch was, die hat auch eine Geschwindigkeit reingebracht, die, finde ich, von vielen Teilnehmern zurückgespiegelt worden, die zu hoch ist, so zu schnell ist. Also die einfach, wo wir alle unterschiedliche Bedürfnisse haben, von unterschiedlichen Erfahrungshintergrund kommen und daher nicht annehmen können, wenn wir alle in einem Raum sind, dass uns diese Energie allen nutzt. Ne? So. Welche Skillfulness sehen wir denn jetzt danach? Dass die Teilnehmer, mit der die Teilnehmer rausgegangen sind aus dem virtuellen Workshop. Wenn du dich daran erinnerst, was bei dir da angeklungen ist, würdest du sagen, dass es da Skills gibt, die du in zukünftige Immersion Workshops gerne reinbringen möchtest? Also was ich super vielversprechend fand, und das hatte gar nicht viel Vorbereitung gekostet, weil wir es einfach ausprobiert hatten, waren die Momente, wo Co-Kreation sichtbar wurde. Und zwar nicht nur, also jetzt im übertragenen Sinne, sondern ganz konkret auf dem Bildschirm. Also wir hatten so einfach Flächen vorbereitet, mit denen man interagieren kann und wo Spuren entstanden sind. Und da würde ich sagen, das ist auf jeden Fall, für mich hat das ein Thema angestoßen, was erstens anschlussfähig ist an die Arbeit, die ich sonst mache. Weißt du, ich beschäftige mich total viel mit so Co-Kreationen, mit Canvases, die das ermöglichen. Und das ist auch, wäre auch ein Anspruch, die ich Teilnehmenden mitgeben möchte, dass sie in der Art, dass es viel gestaltigere Möglichkeiten gibt, Daten mit Menschen oder nicht nur Daten, Ideen zu entwickeln und zu arbeiten, als jetzt nur rein linear oder in einem geteilten Dokument, sondern dass da einfach nochmal so eine andere Ebene entsteht. Und es ist mir halt aufgefallen, dass am Anfang dieser ganzen großen virtuellen Welle jetzt, also noch im Frühjahr, die so gekommen ist, alle erstmal dabei waren, wirklich nur mit dem Frontalbild zu arbeiten. Und dass sich das über die letzten Monate differenziert hat, zum Glück, dass wir sehr viel genauer auch in den Liberating Structures überlegen, wo setzen wir was ein. Wie du gesagt hast, auch gerade. Wann arbeiten wir außerhalb in dem Dokument oder können wir gleichzeitig alle auf eine Anwendung zugreifen? Verzichten wir auf das Anwendung? Ist es viel wichtiger, dass wir uns als Person sehen und wahrnehmen? Und das bringt, finde ich, bringt auch den Purpose der Strukturen noch mal viel besser heraus. Ja, ach, ich hatte noch eine Sache aufgeschrieben, das ist dieses Original Digital. Also Digit kommt ja von digital, also dem Finger eigentlich. Und ich glaube auch so eine Art der Kunst jetzt virtuell sich zu begegnen und ein virtuelles Miteinander zu ermöglichen, ist eben auch nicht so, sich so festzukleben an der Tastatur und an dem Screen, sondern gleichzeitig eben auch dass wir alle Menschen sind mit einer Realität in unserem Rücken, so im richtigen, also im ganz wahren Wortsinn.
Und was ich gerne oder mein Anspruch an Teilnehmende, die ich jetzt einlade in unsere Praxis, ist eben auch, das nicht zu vergessen und das auch bewusst einzubauen, dass man mal Sachen mit seinem Körper macht. Also wem sage ich das? Touren durch gesetzte Pausen. Was gibt es noch für andere Möglichkeiten? Das ist gerade so ein Forschungsfeld auch. Ne? Und gleichzeitig nicht nur das als Wellbeing, also darauf achtsam zu sein, dass der Mensch also nicht zu lange auf seinem Arsch sitzt. Mhm. Und sich mal bewegt und man die Möglichkeit eröffnet, offscreen zu sein, sondern eben dann auch das als Ressource zu nutzen. Das manche eben auch mit original digital. Ich finde zum Beispiel immer mehr Gefallen an Strukturen, wo man experimentieren könnte, mal asynchron vorzugehen. Gibt es was man bei sich, also wo man vielleicht nur das Bewusstsein, okay, alle anderen machen das jetzt auch gerade, und es gibt irgendwie eine Möglichkeit, wo einem das gewahr wird, aber eigentlich kann man erstmal so bei sich sein und den Stift über ein Papier schwingen lassen oder sich im Raum bewegen, sich was hernehmen, sich damit verbinden und dann wieder in den Austausch gehen. Das finde ich super interessant, da weiter auch sowas nicht nur als kleines Gimmick einzubauen, sondern es ganz bewusst als Ressource zu nutzen. Auf jeden Fall, genau. Und ich erinnere mich noch gut an unser erstes virtuelles Immersion Workshop, wo wir ja auch das Spiral Journaling mit auf zweierlei Arten und Weisen mit Embodiment, also mit dem Ablaufen einer Spirale, mit dem Zeichen auf dem Papier mit gemeinsam gemacht haben. Und wie viel Wohl Gefühl auch da und wie viel Ruhe da auch in mir entstanden ist. Einfach da auch loszulassen und diese Asynchronität zuzulassen, was immer auch währenddessen passiert, weil das auch zuzulassen, da auch die Kontrolle abzugeben, zu sagen, ja, vielleicht werden nicht alle jetzt mit dem Stift auf dem Papier verbleiben, sondern diese Pause nutzen, um sich den Kaffee zu kochen oder eine E-Mail anzugucken. Also da auch loslassen zu können. Ne? Das ist ja. Ja.